Weiter geht's. So, gelbe Schlüsselkarte erhalten. Oh, was haben wir hier noch? Und die Karte. Gibt's hier irgendwas? Ah, alles klar, scheiß drauf. Wenn wir den großen oberbösen Dämonen noch finden müssen, dann auch. Sprint. Okay, drei haben wir wieder. Ich hätte gern. Lass mich raten. Ich kann zwar jetzt hier durch, aber sollte lieber erst da runter, alles klar, rein geht's. Jetzt ist die vierfach Schadenrune gerade aufgegangen. Perfekt. Alles klar. Vierfach Schaden bin ich dabei. Alles klar. Schweine. Wow! Krieg! Cyber Terror. Geht hier ab. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich nehme hier auch nicht. Ja, Plasma könnten wir eigentlich mal wieder nehmen. Okay. Ich rechne mitten auch in einem Kampf, wenn ich den Schädel nehme. Ich rechne mit dem nächsten Kampf. Jörg-Schädel oder was? Ja, was haben wir da hinten? Das leuchtet so schön, ich muss es mir unbedingt nochmal angucken. Ja, nichts.
Okay. Jupp. Ich vertraue der Sache im Moment absolut nicht. Es ist viel zu ruhig, es liegt zu viel Muni rum. Also zuerst blau oder gelb? Fangen wir mal mit gelb an. Jetzt. Drück. Hallo, passiert was Schlimmes? Nein? Und jetzt? Irgendwas furchterregend, Schlimmes, Dämonenmäßiges, Bösartiges. Oh oh. Jo. Pinkies, ey! Wie halten die denn aus? Nicht so schlechter, es wird dunkler und mehr Dämonen, größere Dämonen, bösartige Dämonen. Ah. Junge. Nee. Ah, schau, wir sind immer noch fest hier. Barons of Hell, warum denn? Brauchst du nichts einzufüllen hier, nur weil du einen Vorteil hast oder was? Meinst du, es juckt mich? Scheiß juckt's mich! Na gut. Totenstadt. Die Totenstadt. Das habe ich vorher noch gar nicht gelesen. Das klingt ja äußerst vertrauenserweckend, aber macht nichts. Schweine. Oh.
Panzerverkugelung. Barons of Hell. Burn. Guck mal, du bist doch voller, ja? Lutscher of Hell. Ich bin der Gärtner. Merk dir ein, leg dich nicht mit einem Gärtner an. Wie ist der jetzt gestorben? Nach Langeweile oder was? Da geht's in die Mitte. Naja, ab durch die Mitte. Och, noch eine Geschichtsstunde. Doch als der Titan fiel und die Armeen des Schicksals von Furcht übermannt wurden, legten die Dämonenpriester der Bluttempel eine Falle für den Schrecken der Hölle aus. Selbst von seinem Sieg über den Großen nicht gesättigt, suchte der Hellwalker in den Gräbern der Blutfeste nach neuen Opfern. Und geblendet von Eifer zog ihn der Köder an. Sie ließen den Tempel auf den Schicksalsschlechter herabstürzen und begruben ihn in dem verfluchten Sarkophag. Sein Zeichen wurde über der Krypta eingebrannt, als Warnung an die Hölle, dass der Schrecken dort niemals befreit werden darf. Und dort liegt der Schicksalsschlechter noch heute. In stiller Qual. Das glaubst doch nur du, oder? So. Und Schnitt.